Mein Geschäftspartner und ich haben eine Methode entwickelt, mit der wir überall, wo wir hingehen, sofort neue Kunden gewinnen können. Und ich werde dir heute 4 Möglichkeiten zeigen, wie auch du das sofort für dich anwenden kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Institut für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Ich bin auch hier im Hause für die Abteilung Marketing und Sales verantwortlich. Und vorher, als ich noch Einzelunternehmer war, nun, da musste ich auch selbst meine Produkte, meine Dienstleistungen verkaufen. Und da habe ich eine Methode entwickelt in vielen 100 Trainings, Workshops und Büchern, die ich gelesen habe, die ich dir heute vorstellen will. Der erste Schritt, der erste Punkt ist, dass du unterwegs bist. Nun, das bist du vielleicht. Aber hier liegt die Betonung darauf, unterwegs mit Interesse an anderen. Warum sage ich das? Weil die meisten unterwegs sind und zunächst mal glauben, sie müssten sich und ihr tolles Produkt, ihre neue Geschäftsidee allen anderen vorstellen. Das ist ja so wichtig. Mit dem Ergebnis, dass sie gar nicht zuhören. Mit dem Ergebnis, dass sie gar nicht wissen, wer der andere ist. Mit dem Ergebnis, dass der andere den Eindruck hat, ich habe hier einen Menschen vor mir, der sich vorwiegend für eine Person in seinem Leben interessiert, nämlich für sich selbst. Das bedeutet, lerne ab sofort, wenn du unterwegs bist, mit anderen Menschen in Gespräch kommst, zunächst mal diese Menschen zu fragen, wer sie sind, was sie machen, wofür sie sich interessieren. Die meisten Menschen machen den Fehler und interessieren sich nur für sich selbst und reden auch nur über sich selbst. Und das sind in der Regel Menschen, die nicht besonders spannend sind, sondern eher langweilig. Das sind Menschen, in deren Gegenwart man nicht so besonders ist. Und vor allen Dingen hat das einen großen Nachteil, denn eine Frage stellen dir dann die Menschen nicht. Wenn du also andere Menschen nicht fragst, was sie beruflich machen, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass die Menschen dich fragen, was du beruflich machst. Meine Erfahrung ist, wenn ich mich zuerst für den anderen interessiere, dann ist der andere nett, freundlich und fragt zurück, was ich mache. Und das ist eine Gelegenheit für Punkt Nummer 2. Ich habe einen Pitch trainiert. Ich habe diesen Pitch mir aufgeschrieben. Ich habe diesen Pitch getestet. Als Audio, als Video. Ich habe es in kleinen Gruppen getestet, mir Feedback geholt. Ich habe mich selbst immer wieder angeguckt, diesen Pitch. Und habe vor allen Dingen auch den Pitch getestet am Kunden oder am potenziellen Kunden, um zu gucken, wie sie reagieren. Das heißt, dein Elevator-Pitch, dein kurzer Dialog, den du vorbereitet hast, dein Kurzverkaufsgespräch von dir selbst, von deiner Leistung, mit deinem Alleinstellungsmerkmal, das wird bitte nicht dem Zufall überlassen, das entwickelst du strategisch. Das bedeutet also, du hast einen anderen gefragt, was er beruflich macht, er fragt dich zurück und du hast einen vorbereiteten Pitch, der angenehm ist, der klar ist, der Aufmerksamkeit erzeugt, der Interesse erzeugt, der Spannung erzeugt und vor allen Dingen danach erzeugt, mehr wissen zu wollen. Sprich, die Menschen können erkennen durch deinen Pitch, wer du bist, was du machst und wofür du Problemlösungen anbietest. Und wenn du deinen Elevator-Pitch so aufgearbeitet hast, dann wirst du diejenigen, die du in dem Moment triffst und deinen Pitch erzählst, auch erreichen. Entweder sagen die, oh, da fällt mir jemand ein, den ich ihm weiterempfehlen kann, der deine Dienstleistung bräuchte, oder die sagen, hey, das könnte was für mich sein. Wie kann ich darüber mehr erfahren? Wenn du nun durch das Interesse am anderen deinen Pitch sagen durftest, ein anderer will mehr wissen, machen die im nächsten den großen Fehler. Nummer 3, sie haben mich nichts vorbereitet, was einen besonderen Wert darstellt. Sie holen ihre Visitenkarte raus, ihren Prospekt, den Flyer raus oder im schlimmsten Fall einen Stift, einen Zettel, sagen, hier bin ich drüber zu erreichen. Auch hier schlägt Vorbereitung wiederum und verursacht Vorbereitung den Erfolg. Und diese Vorbereitung bedeutet, dass du ein Wertangebot entwickelst, dass du sagst, hier ist ein Gutschein für ein kostenfreies Probetraining oder ein kostenfreies Erstgespräch. Hier ist ein Gutschein mit 20% Rabatt für meinen Kaffee. Oder ich habe hier einen Gutschein, wo du 50% Ermäßigung bekommst oder das erste Produkt 90 Tage Geld zurückgarantiert hast, was auch immer. Mach dir Gedanken, bereite dich vor, drucke etwas, habe es dabei und verteile es nach deinem Pitch. Wenn du nur mit anderen spannend ins Gespräch bekommen bist, also sich zuerst für sie interessiert hast, was sie beruflich machen, sie dich gefragt haben, du deinen Pitch abgefeuert hast und dann dein Wertangebot herausgegeben hast, dann ist der 4. Schritt, deine Arbeit, deinen Aufwand, mit ihnen auch in Verbindung zu bleiben. Sprich also, du fragst auch sie nach ihren Visitenkarten und die nimmst du mit und integrierst das in deine Community, in dein CRM, in dein Betreuungssystem. Das bedeutet also, dass kein Hirte sich nicht um seine Schafe kümmert. Und das ist auch eine Einstellung, die ich ab heute dir auch nahelege, dass jedem Menschen, den du triffst, der potenzieller Kunde, Geschäftspartner ist oder einfach nur ein wertvoller Mensch ist, dass du diese Menschen in dein System aufnimmst und du versuchst, mit denen auch in Verbindung zu bleiben. Du erschaffst damit deine Community. Und wenn du in dieser Community regelmäßig in Verbindung bleibst,
dann werden die Menschen irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie dein Wertangebot brauchen, weil sie sich erinnern, der ist doch Rechtsanwalt, der ist doch Versicherungsberater, der macht ja Baufinanzierung, der ist ja Heilpraktiker oder macht dieses oder jenes. Wenn du also hier klar kommuniziert hast, was du machst und wenn du Wertangebote herausgegeben hast, die sie vielleicht zu Hause an ihre Korkwand hängen, dann wird eines Tages der Zeitpunkt kommen, wenn du die Beziehung aufrechterhalten hast, wo sie sich an dich erinnern. Oder sie haben ein Familienmitglied, einen Freund, der dann dich braucht und sie erinnern sich an dich und empfehlen dich weiter. Zusammengefasst kannst du also sofort heute anfangen, neue Kunden zu gewinnen, indem du deine Kommunikation änderst und Interesse dich zuerst für andere interessierst, dass du dann zweitens dich heute noch vorbereitest, deinen Pitch fertig machst und heute oder morgen anfängst, auch Wertangebote zu verteilen und nicht nur deine Visitenkarte und deine tolle, spannende Webseite. Und wenn du das noch alles integrierst, die ganzen Kontakte in deinen Wiedervorlage, dein CRM, System, deine Community aufbaust und noch Zeit investierst, die mit den Menschen in Verbindung setzt und bleibst, dann wirst du irgendwann die Tür morgens aufmachen und da stehen sie wieder. 3, 5, 7, 10 Neukunden. Und das wünsche ich dir. Als nächstes kannst du nun gerne nicht nur den Daumen hoch machen bei unserem Video, sondern du kannst auch einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir helfen dir dann dabei, deinen Pitch zu entwickeln. Wir helfen dir dabei, auch Wertangebote zu entwickeln und auch dabei deine Community aufzubauen, dich strategisch langfristig zu positionieren, dass alle, die Probleme haben, die du lösen kannst, auch zu dir kommen. Gerne aber kannst du jetzt auch einfach den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.